Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS19 auf der Gemeinde Rade. Ja, ich habe mich immer noch ein bisschen erkältet an. Ich hoffe mal, dass ich jetzt während der Aufnahme hier nicht anfangen muss zu husten. Ich wünsche natürlich allen noch ein schönes neues Jahr. Ich hoffe, es sind alle gut reingekommen. Und das nächste wäre vielleicht kommt heute Nachmittag noch ein Stream, muss ich mal gucken, wie es mir geht. Wenn ich nur am Husten bin, bringt das auch nichts. So, ich habe das Gras jetzt hier geschwadet, das ist jetzt alles fertig. Ich habe auch schon ein Maschinchen geholt, das habe ich aber nur gemietet. Und zwar die Klaas Roland. Zum Wickeln. Und was soll ich auch jetzt lange drauf aufspannen? Wir werden jetzt gleich anfangen. So, ausklappen muss ich nicht. Kann ich die eigentlich gleich, können wir gleich loslegen. Ja. Eigentlich wollte ich gestern noch eine Folge aufnehmen, dass gleich im neuen Jahr eine kommt. Aber ich war so erledigt von der Arbeit. Ich musste ja gestern noch arbeiten. Und wenn man dann erst ein bisschen später ins Bett gekommen ist, dann ist das all nichts. Wird gewickelt. Ich denke mal, viel wird hier nicht rauskommen. Weil, ja, wie gesagt, viel ist ja nicht, was hier runtergekommen ist, deswegen. Wie gesagt, vielleicht kommt heute Nachmittag ein Livestream. Ich bin mir aber noch nicht sicher, wie gesagt. Ob. Weil, wie gesagt, ist mir nichts, wenn ich dauernd zu unterbrechen muss, weil ich anfangen muss zu husten. Oh, scheiße, ich dachte, das geht besser. Ich wollte die nämlich eigentlich gleich so zwei Stück nebeneinander immer ablegen. Das war nur ein kleiner Husten. Wie gesagt, das muss auch hier schnell fertig gepresst werden, bevor es dann wirklich auch anfängt zu regnen hier. Wenn die Beine gewickelt sind, wenn es dann anfängt zu regnen, dann ist das nicht so schlimm. Aber so. Oh.
gucken, wenn wir jetzt hier noch einen Ballen rauskriegen, sind wir gut. Dann sind wir echt gut. Ein Ball kriegen wir auf jeden Fall noch raus. Oh Mann. Vielleicht sollte ich auch ein kleines Stück danach dann zurückfahren. Jetzt haben wir hier ein kleines bisschen was liegen lassen. Genau so sollte das nämlich aussehen. Hm? Haben wir hier vier Ballen rausgekriegt. Wie gesagt, werden sowieso verkauft. Also für die Kühe wollte ich lose Silage nehmen. Deswegen ja auch die Bunker. So, mal gucken, ob ich damit jetzt auch wieder hier raufkomme. Oder nicht. Gut, hat geklappt. Gut. Weil ich will nämlich gerne mal was ausprobieren, ob das klappt oder auch nicht. Deswegen lege ich die hier so. Vielleicht nebeneinander ab. Also ich will die nicht aufschließen, so wie sonst immer. Ich will da mal was anderes probieren. Ob das klappt, wie gesagt, das ist eine andere Sache, aber man sagt ja, probieren geht über studieren. Ne? Und da wir ja hier versuchen, ein bisschen realistischer zu spielen wollen, ist die Lageballen aufpieksen nicht das Beste. Ne?
Boah, Nuss. Da werde ich mir dann dieses hier holen, das Schmetterling hier vom Fliegel, wo wir dann zwei Ballen immer gleichzeitig mit gepackt kriegen. Wie gesagt, deswegen auch deswegen lege ich die auch so nebeneinander ab, gleich zwei Stück. Erstens brauche ich nicht dauernd zu oder über das ganze Feld jedes Mal tuckern, um einen Ballen aufzunehmen. Habe ich gleich zwei Stück. Wie gesagt, wollen wir mal gucken, ob es klappt. Wenn nicht, dann halt nicht. Weil ich weiß nicht, ob ich die dann auf dem Ballenwagen drauf mache. Oder ob ich die dann so irgendwo, obwohl. Dann müsste ich die ja, wenn ich die wegbringen will, dann muss ich die ja wieder auf den Ballenwagen und dann wegbringen. Ich sag mal, ist ja so auch nicht so schlimm. Aber wir brauchen ein Drittel, stand in der Anzeige, in der Dings. Ein Drittel. Und die jetzt hier, dann müsste das da. Also Stroh haben wir bis dahin noch nicht. Gras und Heuballen, denke ich mal, dass das denn auch noch nicht bis dahin nachgewachsen ist. Weiß ich nicht. Kommt auch an, wie viel wir jetzt hier noch pressen. Das mache ich nur, weil das jetzt in der Hose ging mit dem Heu und weil das ja jetzt nachher gleich anfängt zu regnen. Machen wir die Silageballen hier drauf jetzt. Wenn wir das fertig haben und die eingesammelt, vielleicht lasse ich die dann doch eher auch erst noch ein bisschen hier liegen. Auf der Wiese. Sag mal, stört uns so weiter ja nichts. Könnte nicht nass werden und nicht. Noch. Wie gesagt, sieht auch eigentlich gar nicht so schlecht aus, so zwei Stück nebeneinander. Zack. Dann geht es weiter. Dass wir schon wieder am Ende angekommen sind. Wie gesagt, vielleicht kommt heute Nachmittag noch ein Livestream.
Vielleicht werde ich das denn da weitermachen. Ich werde das hier erstmal so beenden. Vielleicht machen wir da an dieser Stelle weiter. Ja, und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, gerne auch ein Abo, würde ich mich riesig drüber freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!